Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Wie viele interne Verlinkungen eure Webseite oder euer Online-Shop aufweist, durch wie viele Backlinks auf diesen verwiesen wird und wie viele Shopseiten indexiert wurden, all das ist zum einen wichtig dafür, wie euer Shop rankt, also wie gut ihr in den Suchmaschinen aufgefunden werden könnt. Eure Sichtbarkeit erweitern könnt ihr erst dann, wenn ihr überhaupt einen Status Quo habt, also wisst, wie gut der Shop in dem Moment performt. Erst dann können Maßnahmen ergriffen werden, die eure Rankings steigen lassen sollten und werden. Ein Tool, das Ganze monitoren kann, ist die Google Search Console. Wir zeigen euch in diesem Video einen einfachen Weg, wie ihr euren Online-Shop mit der Konsole verbindet und erklären euch anschließend, wie diese überhaupt funktioniert und welche Daten ihr daraus auslesen könnt. Machen wir vorab den Check, was ihr dafür alles benötigt. Ihr benötigt logischerweise einen Shop oder eine Website sowie ein Google-Konto. Ist beides vorhanden, können wir starten. Gebt einfach Google Search Console in der Google-Suche ein und klickt auf dieses Ergebnis. Je nachdem, ob ihr bereits eine Property angelegt habt, seht ihr das dann bei euch entweder so oder eben so. Als kompletter Einsteiger klickt ihr auf Jetzt starten und müsst dann eure Shop-URL im rechten Bereich eintragen und auf Weiter klicken. Nun seht ihr zwar das euch vielleicht bereits bekannte Konsolen-Layout, was euch aber bisher noch nichts nützt. Ihr müsst nämlich eure Domain nun validieren, also bestätigen, dass ihr der Shop- oder Seiteninhaber seid. Dafür stehen euch mehrere Methoden zur Verfügung. Zum einen kann eine bestimmte Datei hier heruntergeladen werden und kann dann mittels FTP-Client auf euren Server hochgeladen werden. Anschließend würdet ihr dann hier auf Bestätigen klicken. Die zweite Methode führen wir gleich aus. Bei der dritten müsstet ihr bereits Google Analytics nutzen, das heißt das Snippet analytics.js oder gtag.js würden sich bereits auf eurer Startseite befinden. Das gleiche ist für den Google Tag Manager der Fall. Als letztes könnt ihr auch euren DNS-Datensatz verknüpfen. Die leichteste Methode, wie wir finden, ist es, einen HTML-Tag im Code zu platzieren. Wir demonstrieren das einmal beispielhaft an einem Shopify-Shop. Dazu geht ihr in die Themes-Einstellungen auf Code bearbeiten. Wählt das Theme Liquid aus und fügt den eben kopierten Code beispielsweise hier unter dem Body-Tag ein. Anschließend abspeichern und in der Search Console bestätigen. Dann sollte eure Property final eingerichtet sein und eure Daten sollten übermittelt werden. Wenn ihr das noch einmal ausführlicher demonstriert bekommen wollt und darüber hinaus auch noch lernen möchtet, wie ihr die Sitemap in der Konsole einrichtet, dann steht euch das Shopify Sitemap Tutorial oben rechts bereit. Wir wollen uns nun mal im Detail angucken, was die Konsole denn so alles kann. Im Übersichtsbereich erhaltet ihr ein Dashboard, das euch zuerst einmal drei Diagramme zur Verfügung stellt. Mit dem Leistungsdiagramm wird euch in einem bestimmten Zeitabschnitt, also hier 2.3. bis 1.4. angezeigt, wie viele Klicks euer Shop generiert hat. Darunter wird mit der Abdeckung bekannt gegeben, wie viele gültige Seiten im Index sind und bei wie vielen vorhandenen Seiten es Probleme gab. Im letzten Diagramm werden dann Verbesserungen veranschaulicht. Dazu könnten beispielsweise die Nutzerfreundlichkeit auf mobilen Geräten zählen. Also, wenn ihr eure Shop-Seiten nicht responsive aufbaut, dann könnte das von Google angeprangert werden, was euch natürlich durchaus Rankings kosten kann. Neben dem allgemeinen Dashboard kann man sich einen genauen Leistungsbericht anschauen. Dieser kann je nach Medientyp gefiltert werden, also Webbeiträge, Bilder- oder Videobeiträge oder News. Dazu ist natürlich auch der Zeitraum ein weiterer Filterfaktor. Somit würden uns in dieser Darstellung die Klicks, Impressionen, dann der relative Wert der Impressionen, die zu einem Klick geführt haben, das ist die sogenannte CTR oder auch Click-Through-Rate genannt und am Ende die durchschnittliche Position auf Google. Im Detail kann man sich das dann darunter anschauen. Also wonach denn auf Google gesucht wurde, was mit der Suchanfrage definiert wird. Dann haben wir für jedes einzelne Keyword auch nochmal diese vier Parameter aufgegliedert. Also könnten wir dann für jedes einzelne Keyword, auf das wir abzielen wollen, uns hier eine Statistik einholen. Damit würde man Veränderungen bemerken und somit eruieren, ob die Marketingmaßnahmen erfolgreich waren. Das heißt, man kann sich dann auch für ein einziges Keyword den Graphen anschauen, indem man auf den Suchbegriff klickt. Die Analysedaten müssen dann nicht nur zwangsläufig auf die Suchanfragen bezogen sein, sondern können beispielsweise auch auf Shopseiten, also Kategorie- oder Produktseiten bezogen sein. Darüber hinaus gibt es eine länderspezifische Aufgliederung, eine Unterteilung in Mobile und Desktop und eine Darstellung der Zeiträume, also wie euer Shop an welchem Tag performt hat.
Das kann möglicherweise nützlich dafür sein, um zu schauen, wie viel mehr Traffic durch eine Rabattaktion am Black Friday zustande gekommen ist. Der nächste Punkt ist die URL-Überprüfung. Das heißt, ihr könnt euch jetzt einmal eine Shopseite vornehmen, diese kopieren, hier einfügen und schon wird diese analysiert. Was wir daraus lesen können, ist, dass die Seite indexiert wurde, es aber Probleme zu geben scheint. Als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr überprüfen wollt, ob eure Seite bereits indexiert wurde, geht auf Google und gebt in der Suchleiste Site:// und die URL dahinter ein. Wie wir sehen können, wird diese in den SERPs ausgespielt. Doch welche Probleme gibt es nun? Wir klicken auf Produkte und sehen 9 Warnungen. Es fehlt die SKU, die Beschreibung, der Hersteller und so weiter. Das kann und sollte von euch dann im Shop behoben werden. Das, was wir als zweites Diagramm bereits im Übersichtsdashboard einsehen konnten, kann nun auch im Detail betrachtet werden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ihr auf Bericht öffnen klickt oder aber über die Seitenleiste auf Abdeckung geht. Hier werden euch jedenfalls die Anzahl der gültig indexierten Seiten angezeigt, die Anzahl der vorhandenen, aber ausgeschlossenen Seiten, sowie die Anzahl problematischer Seiten, das heißt, diese wurden indexiert, es gibt allerdings Probleme, und am Ende die Anzahl der fehlerhaften Seiten, also solche, die indexiert werden sollten, aber es nicht konnten. Diese können auch hier wieder im Detail unter die Lupe genommen werden. Hier hätten wir dann gültige Seiten und den Zeitpunkt, wann diese zuletzt gecrawlt wurden, oder aber ausgeschlossene Seiten, zum Beispiel, da diese auf Non-Index gestellt wurden. Das macht man beispielsweise in der Regel für Rechtstexte wie die Widerrufsrechtsseite. Über die Sitemap wollen wir nur kurz ein paar Worte verlieren, da ihr euch das Detailvideo dazu gerne oben rechts anschauen könnt. Die Sitemap ist jedenfalls eine Datei, oftmals im XML-Format, mit einer Seitenübersicht, die alle Seiten eures Shop hierarchisch auflistet und somit auch die Unterseiten berücksichtigt. Diese kann dann hier eingereicht werden, damit der Googlebot weiß, was er zu crawlen hat. Über den Entfernen-Bereich könnt ihr beantragen, welche bereits gecrawlten Seiten aus dem Index entfernt werden sollen. Dann habt ihr den Bereich für Verbesserungen. Dafür haben wir leider aktuell noch keine Daten vorliegen. Was wir jetzt einmal tun können, wäre unseren PageSpeed zu checken. Dieser ist also einer der sogenannten Core Web Vitals Parameter und dafür entscheidend, wie eure Sichtbarkeit auf Google ist. Die anderen beiden Parameter sind Interaktion und Stabilität. Insgesamt sind Core Web Vitals also so etwas wie KPIs für die User Experience. Wie ihr seht, werden diese dann hier separiert für Mobile und Desktop dargestellt. Im Bereich für Sicherheit und manuelle Maßnahmen könnt ihr einsehen, ob auf eurer Seite Sicherheitsprobleme auftreten. Das kann beispielsweise der Fall sein, sollte eure Property lediglich HTTP anstatt HTTPS aufweisen. Dann würde das in diesem Bereich eventuell vermerkt werden. Bei uns ist das ja auch nicht der Fall, also es kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn allerdings gröbere Sicherheitsmängel vorherrschen sollten, würde das manuell durch einen Google-Mitarbeiter überprüft werden und dann unter manuelle Maßnahmen vermerkt werden. Sollte also bei euch Duplicate Content zu finden sein oder ihr bewusst jemanden mit dem Inhalt dieser Seite betrügen wollen, würdet ihr zwar nicht abgestraft werden, diese Links würden allerdings von Google entwertet werden. Das heißt, sie tauchen einfach nicht mehr im Index auf. Sollte das der Fall sein, würde es hier vermerkt werden. Zum Schluss haben wir noch den Link-Bereich, also den Bereich für interne Verlinkungen und Backlinks, was für SEOs mit das Wichtigste ist. Man sieht hier schon die Zweiteilung in externe Links und interne Links. Das heißt, auf der rechten Seite haben wir die meistverlinkten Seiten innerhalb eurer Website. Das kann beispielsweise eine Landingpage sein, die in einem eurer Blogs als Link enthalten ist. Also einmal Seiten innerhalb eures Shops, die über externe Seiten verlinkt sind. Dann Links von außerhalb eures Shops, die auf euren Shop verweisen, also Backlinks. Und als letztes Linktext auf externen Seiten, der auf eure Property verweist. In den Einstellungen könnt ihr dann noch die Bestätigung der Inhaberschaft dieser Property einsehen, sowie Nutzer hinzufügen. Das kann vonnöten sein, wenn ihr mit einer SEO-Agentur zusammenarbeiten wollt und dieser Zugang gewähren wollt. Dann würde hier ein neuer Nutzer hinzugefügt werden, indem die E-Mail-Adresse dieser Agentur eingetragen werden würde. Das waren die wichtigsten Informationen der Google Search Console zusammengefasst. Ich hoffe, ihr habt dadurch einen Einblick bekommen können, was wofür steht, um nun zumindest eure Shop-Performance analysieren und bewerten zu können. Daraus kann dann mithilfe von SEO-Experten eine Strategie entwickelt werden, sei es On-Page-Optimierungen, eine Backlink-Strategie, eine Social-Media-Marketing-Strategie, eine Influencer-Marketing-Strategie oder.
Da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, die von Shop zu Shop und von Branche zu Branche abweichen. Solltet ihr daran Interesse haben, euren Shop in den SERPs ganz weit nach vorne zu bringen, dann meldet euch gerne bei den SEO-Spezialisten von eBakery. Den Link zur passenden Seite habe ich oben rechts als Infokarte hinterlegt. Dort könnt ihr euch weitergehend informieren und direkt auch einen Termin vereinbaren. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und das Video liked, sollten wir euch damit weitergeholfen haben. Ansonsten alle Fragen, die mit diesem Video und der Google Search Console zu tun haben, gerne in die Kommentare schreiben. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team!